So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Es ist soweit. Der Mega-Raid-Boss hat gewechselt. Das ist das Rotkäppchen, wie man sieht. Na doch, mit der Guck, mit der Kapuze da hinten, mit der Jacke. Nee, das ist Batman, guck mal. Nur halt in der rosa Edition. Das ist neu. Ich hab sie gerade von der Schule abgeholt. Da muss wohl was ganz Schlimmes passiert sein. Das ist, mir ist schön warm, ne? Ich habe extra Samyang gegessen. Gestern. Gestern schon, das hält bis heute an. Wir suchen uns den ersten Mega Raid, der jetzt aufgeht nach 11 Uhr. Da müsste nämlich statt Mega Sherox Mega Pinsir drin sein. Und den wollen wir jetzt zusammen machen. Was ihr dafür braucht, was gut ist, wie die Werte sind, das seht ihr auch gleich in der Konda-Grafik und wen wir dazu alles einladen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Arena finde, weil das hier irgendwo wieder mitten in Meiningen ist, mitten an der Hauptstraße, mitten da, wo nichts ist. Ich liebe es. So, wie ihr seht, das Rotkäppchen hat sein Brot immer dabei. Gab nämlich noch keinen Mittag. Gab keinen Mittag, Raids sind wichtiger. Tür zu. Nein, sie hatte ja noch Salami-Brot von der Schule. Will ich nicht, ist Salami-Brot. Hä? Drei Dinger hat sie gegessen. Und jetzt will sie lieber trockenes Brot. Wir stehen hier, bestimmt privat, schon wieder vor dieser Art Kirche. Und ich muss jetzt extra hier runterfahren, um das Auto zu wenden. Da muss ich wieder hochfahren und wirklich an die Straße. Und jetzt weiß ich auch, wieso die Arena, obwohl die Kirche hier ist, so weit oben ist. Die Arena ist nämlich nicht die Kirche, sondern das Infoschild, was am Straßenanfang steht, ist die Arena. Und das ist dasselbe wie der erste, den ich je hier als Community Raid gemacht habe. Deswegen gehen wir jetzt wieder da hoch. Das ist aber ein schönes Haus. Hier wohnen die reichen Leute. Wir fahren jetzt hoch zum Infoschild zurück. So, das ist jetzt hier mitten an der Kreuzung, wie man sieht, wie man hört. Da bin ich. Da hinten habe ich jetzt gewendet und hier ist eine Infotafel und das kann ich schon wieder nicht verstehen. Wie oft habe ich in Hessberg eine Infotafel eingereicht und die ging nicht durch, weil sie saisonal ist. Aber die Tafel an sich ist ja immer da. Der Inhalt, der wechselt öfters mal. Aber hier wechselt der Inhalt ja auch öfters mal, denn das sind hier Termine für den Mai 23, das heißt, das Schild kommt dann weg, der Zettel, und dann kommen die Sachen für Juni. Hier ist auch was für Mai, das kommt auch weg, aber die Tafel an sich steht ja immer da. Wer da wieder bewertet hat, dem gehört der Sack auf dem Küchentisch genagelt. Ich glaube, ich muss in Hessberg die Infotafel nochmal einreichen, weil das sind ja immer die Feste und alles Kulturelle und Historische angepinnt. Und wenn es mal neue Aushänge gibt, ist eine Infotafel. Würdet ihr das als Pokestop durchgehen lassen? Ja oder nein? Und wenn, warum dann Hessberg nicht? Er kennt wieder keiner. Jetzt schauen wir mal, wen wir alles einladen müssen. Zeigen euch dann die Konda und... Seht ihr das? Da sitzt plötzlich ein Kind drin, also immer noch. So, jetzt stehe ich immer noch hier rum und habe entdeckt, das ist die schönste Hecke, die ich je gesehen habe. Guck doch mal, wie glatt die ist. Die ist so glatt und ist auch noch trocken und jetzt fliegt alles weg. Und ich muss mir eigentlich was suchen, wo ich jetzt die Kamera dran mache. Eigentlich stelle ich die immer aufs Auto. Ich schaue aber mal, ob das funktioniert, wenn ich die hier so auf den Zaun mache. Einmal links, einmal rechts, rumgebogen, dann hier irgendwas nach vorne, dann wieder was nach hinten. Dann habt ihr hier super Bild für Pinsir, was ja Käfer ist, und Flug, Mega Pinsir, Käfer, Flug. Und deswegen habt ihr hier so eine Hecke für Käfer im Hintergrund. Das ist die Arena. Ich gehe ganz kurz mal auf den Community Tab. Im Community Tab haben wir eine Konda-Übersicht. 16,90 sind die WP für ein 100er auf Level 20. 21,13 sind die WP für ein 100er auf Level 25. Wie gesagt, Käfer, Flug. Ignoriert alles, was es euch anzeigt. Nehmt Stein, Gestein. Gestein gegen Käfer, Gestein gegen Flug. Ihr habt zum Beispiel, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Genau, deswegen haben wir Despotar mit Katapult-Steinkante als Klassiker. Habe ich ja Krypto, kann man immer nehmen.
ihr könnt Brokkolos nehmen, ihr könnt Rihonyon nehmen, ihr könnt Terrakium nehmen, ihr könnt den komischen Monogoras nehmen, diesen Dinosaurier, ihr könnt Ramaidon nehmen, heißt der Ramaidon wahrscheinlich, und ihr könnt auch natürlich Demeteros nehmen. Warum sie jetzt hier aber die Wolke gezeigt haben und nicht die Tiergeistform, weil der eher ein Bodenangreifer ist oder was, egal. Bevor ihr irgendwas anderes nehmt, nehmt Gestein, nehmt Gesteinsangreifer. Mit Gesteinsangreifern müsste der theoretisch auch solo möglich sein. Und das ist das Beste. Jetzt habe ich den ja gepostet gehabt. Wir schauen mal, wer sich eingetragen hat, wen wir einladen müssen. Knut Lina, Henry Niki, Rode Fuchtel, Brongo, Trainer Sir Abs, das sind die ersten fünf. Und dann Alexander Ahringer, Raffi Shango, Ichtudomo und Ned Ghost. An den Ned Ghost muss ich gleich noch denken. Der stand nämlich eben noch nicht da. Jetzt warten wir, bis das Ding aufgeht, noch eine Minute, und dann hauen wir mal drauf. Im Anschluss möchte ich natürlich wieder männlich, weiblich, shiny, 100% alles entwickeln, noch in diesem Video. Dafür habe ich eben sogar einen Fan-Raid gemacht. So, der Kamera-Akku neigt sich dem Ende. Der Rest sieht noch gut aus. Wir gehen jetzt mal hier auf die Arena drauf. Schauen mal, wie der schlüpft. Jetzt hat sich's aufgehangen. Da kommt ein Postauto. Es wird spannend. Ich glaube, ich muss die App mal neu starten. Und wir machen natürlich wieder eine private Lobby. Wenn sich jetzt in dem Moment noch eine eingetragen hat, dann kann ich den leider nicht mehr einladen. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Deswegen sehe ich, dass ihr vielleicht bis 5 Minuten vor dem Raid euch eintragt. Dann kann ich leider nicht noch 5-mal auf den Community-Tab schauen. Das Postauto hat es wirklich geschafft, komplett rückwärts von hier oben bis da runter zu fahren, in die Kirche rein, alles mitzunehmen und wieder zu verschwinden. So, wir machen jetzt private Gruppe. Blau, blau, gelb. Also schick blau gelb, müsste man sagen. Schick blau gelb ist der Gruppencode, der euch nicht interessiert. Henry, Niki, Knut Lina, Trainer Sir Abs, Brongo, Rode Fuchtel. Und auf dem anderen Alex, Ichtudomo, Netghost, Raffi, Shango sind alle eingeladen. Hier zeigt es mir jetzt die ganze Zeit Rihonyo an. Ich möchte aber unbedingt hier ganz vorne drin haben mein Krypto-Despotar. Das muss ganz vorne rein, der Rest ist egal. Obwohl, wir können als zweites so einen Ramaidon nehmen. Ramaidon finde ich natürlich auch cool. So, Ramaidon hier hingepackt. Dann nehmen wir, Rest lassen wir es so. Mega Aerodactyl könnte man wieder als Mega-Entwicklung nehmen, wenn man eine Raid-Tour macht und könnte ganz viele Pins hier niedermähen. Das scheint auch gut zu gehen. Bei dem anderen Account sieht es ungefähr so ähnlich aus. Ich muss die öffentliche Gruppe, die private Gruppe jetzt mal öffentlich stellen. Ihr seht, das Privatzeichen geht gleich weg. Und dann können auch die anderen, die vielleicht vor Ort sind, da noch mit beitreten. So, irgendwie steht es immer noch da, bei dem einen, bei dem anderen nicht. Hat ein bisschen Nachspielzeit. Hier habe ich auch Rihonyo, Rihonyo, Ramaidon, Rihonyo, Rihonyo und Glurak. Und hier eben Despotar, Mega Aerodactyl und Ramaidon plus einer Rihonyo-Armee. Ja, ich habe gedacht, bevor ich jetzt nur eins entwickeln kann, werde ich mich kurz einladen lassen und mache schon mal einen Fernraid für die Energie. Ich habe auch 250 Energie aus dem ersten Raid bekommen. 200 braucht man. Ich denke mal, wir werden jetzt auch mindestens 200 kriegen. Auch wenn wir vielleicht eine schlechtere Zeit haben als eben. Und damit kann ich dann schon wieder 2 Stück entwickeln. Ein männliches 100er, ein weibliches Shiny. Und dann bin ich mit dem auch durch. Dann kann man mal 1-2 Dinger machen, um Energie zu sammeln. Damit man den auch wieder auf Mega Level Stufe 3 kriegt. Gleichzeitig ist um 10 Uhr natürlich auch das Team Rot Event gestartet, wo sich hauptsächlich auch alles um Raids dreht. Es mega interessante Raid-Bosse gibt. Übersicht dazu findet ihr auch im Community-Tab. Plus einen richtig genialen Boni, der bisher nie angekündigt war. Es gibt 2 tägliche freie Pässe. Das heißt, wenn ich hier stehe und den freien Pass einwerfe, dann bin ich nicht fertig für den Tag. Ich kann sogar noch einen 2. freien Pass heute machen. Und das jetzt jeden Tag, solange wie das Team Rot Event läuft. Dann fragt ihr wieder, wie lange läuft denn das Team Rot Event? Dann sage ich, guckt in den Heute-Tab bei euch direkt im Spiel. Da steht immer alles drin. Wir haben jetzt ja auch 250 Energie bekommen. Wir gucken mal, das ist mit Wetterbrust 2046 und 2058. Auf dem Kleinen, der hat wieder mehr. Den nehme ich jetzt mal in die Hand.
den will ich jetzt mal fangen. Und weil ich nicht so lange rumknören will, nehme ich auch extra eine silberne Sananabeere. Werfe einen Ball. Ihr seht, das sind schon die Aufgaben von der Spezialforschung vom Team Rodivent, die auch fertig werden. Wo ihr dann ein Ponita mit rotem Halstuch bekommen könnt, was auch shiny sein kann. Was wieder mega selten ist, wer da einen shiny bekommt, das müsste dann der glücklichste Ponita-Inhaber der Welt sein. Haben wir jetzt mit Labras und Elekid schon einmal durchgemacht. So, der ist jetzt drin. Wir bewerten ihn ganz kurz. Ein 100er ist es nicht. Kann gar nicht sein, weil der andere war ja eh besser. So, das sieht so aus. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wo im Heute-Tab ihr das findet, wie lange ein Event geht. Hier seht ihr die Spezialforschung. Ihr seht immer alles unter Zeitdruck, immer zack, zack. Hier Spezialforschung, hier begrenzte Forschung, wo ihr nur in den 6 Tagen machen könnt. Die hier, dafür habt ihr unendlich viel Zeit. Und wenn ihr dann mal runterscrollt, seht ihr immer, welches Event gerade läuft, wie lange das Event läuft und was die Boni vom Event sind. 2x mysteriöse Teile von Team Go Rocket. Bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe pro Tag durch das Drehen von Arena-Fotoscheiben. 2x Fangbonbons und 2-fache Chance, Bonbon XL beim Fangen von Pokémon zu erhalten. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen noch hier rein und müssen jetzt noch Pinsir entwickeln. Da das hier ein weibliches ist, brauche ich jetzt ein männliches Shiny, an dem ich die Mega-Entwicklung einmal durchführe. Ich mache zuerst das Shiny und dann mache ich das 100%ige, weil das 100%ige gleichzeitig auch Max ist. Der war lila, der ist immer noch lila. Hier auch jetzt der Pokédex-Eintrag. Das sieht auf jeden Fall richtig fett aus, richtig gefährlich. So, fliegt in der Luft und ist ein dicker Klumpen. Sieht das nicht genial aus? 3028, aber auf wie viel kommt er wirklich am Ende, wenn wir ihn jetzt entwickeln? 4700. Haben wir schon im Vorspann gesehen, hauen den jetzt noch raus. Ich finde, da gefällt mir sogar die Shiny-Farbe besser, weil die halt so speziell und so kräftig ist. Das sieht halt so alt und hölzern aus. 4728, dieses Pissnier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe auf den Pokédex, müsstet ihr auch wieder haben, männlich, weiblich, shiny, alles eingetragen. Und so möchte ich das haben, jedes Mega-Pokémon auf Level 50, 100% männlich, weiblich, shiny eingetragen im Pokédex auf Mega-Level 3. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch schon ein Mega-Pinsir-Raid gemacht? Werdet ihr den Solo probieren? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr ein gutes? Und was findet ihr besser, das Normale oder das Shiny? Wir sehen uns heute Abend ab 18 Uhr bei Mega-Pinsir-Raids für Zuschauer. Ich gebe euch die Chance, 18 bis 20 Uhr, 2 Stunden angesetzt. Mal gucken, ob was los ist oder ob es den Leuten doch zu teuer ist. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Trotzdem möchte ich mich einmal hinsetzen in alter Tradition, wenn ein neuer Mega-Raid-Boss da ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, da hängt mein Brett. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Mariechen, das Rotkäppchen. Tschüss.